Bait begrüßt eure Anwesenheit. Ich will eigentlich nicht, dass jeder denkt, dass ich verlässlich bin, sonst denken sie, sie können von mir ständig Sachen erwarten. Ja, okay, weit, das verstehe ich. Ich weiß nicht, wollen wir noch ein bisschen Geld holen und dann bauen wir ein bisschen, hä? Ach, guck mal, da haben wir gleich mehrere Ziele. Aber ich will ja erstmal hier Merkab Nest, Gath Member Rich, Regal Waste, hier, hol mir Timjury. Timjury, was ist das denn für ein Name? Wenn Timothy nicht mehr ausreicht, dann kommt Timjury. Der Hybrid aus Tim und Curry. Inventar läuft immer noch nicht über, das ist toll. Ich mag es nämlich nicht, das Looten zu unterbrechen. So, bitte in den Orbit eintreten. Das vergesse ich heute immer zu sagen. Okay, es ist also ein toxischer Planet. Da habe ich eigentlich auch gar keinen so großen Bock drauf, aber es muss halt sein, ne? Werden wir uns vielleicht die größte Zeit über unterirdisch bewegen, weil wir dann den Giftregen nicht abkriegen, oder wie? Interessant, diese Skelettfigur hier. Ah, der Scanner kannst nicht scannen, okay. Ja, Lecky hat gleich mal das Wasser ausprobiert, was er nicht gut. Soll man hier, anything but toxic in the name. Ach, Toxic Top. Hat uns das vielleicht noch gefehlt in unserer Farm? Ja, schön, dass wir es dann haben, ne? Der Franz hat das ja lang gesucht. Was bratzelt hier? Oh, Bouncy Collar. Damit unser Haustier bounced? Und Mutanten. Wow, das sind wirklich neue Vanity-Items. Wie kommt denn die Sammlung, ne? Sag mal, Leggy, willst du fliegen aus der Luft? Ach so, da flattert was. Helfen wir mal. So, okay, also, ja. Vielleicht können wir wirklich das giftige Wasser umgehen. Das wäre gut. Operation Maulwurf läuft mal. Oh. Don't go too far. Ach komm, Leggy. Leggy, du bist kleiner als weit. Du kommst hier doch durch. Oh Gott, weil aber hier überall dieser ganze Schrott ist, kann man sich da nicht so gut unterirdisch durchbauen. Nein, das ist. Oh. Das ist einfach alles Mobbelkotze hier. Das wird ätzend. Gut, ich glaube, dann greife ich auf eine alte Taktik zurück. Die ist nicht sehr raffiniert, könnte aber ausreichen. Wir bauen uns hier quasi einfach eine Brücke, ne? Aber der Regen erwischt uns trotzdem. Und unser Augment kann wahrscheinlich nicht schnell genug gegenheilen. Dann hoffe ich, dass wir bald auf einer Insel ankommen. Ansonsten biebe ich mich schnell hoch und gönne eine Band. Ja, man merkt, es wird hier gefährlicher, ne? Nicht nur das Wasser ist giftig und der Regen ätzt sich durch. Nein, es kommen auch noch andere Viecher vorbei, die dir den Tag versauen wollen. Begrüßt Mr. Plasma-Torpedo. Da komme ich mir fast ein bisschen underpowered vor jetzt hier. Was ein Scheiß. Müssen wir am besten zurückkommen, wenn der Regen weg ist. Aber das Problem ist, der Regen, der geht, glaube ich, auf solchen Planeten nicht so schnell weg. Und ein Regenschirm-Augment, ich meine, das müsste dann säureresistent sein. Naja, erstmal hochheilen. Was sagt das Inventar? Und wir haben, war das die Creature Capture Station? Das war die Pet Station. Hatten wir irgendwo eine Capture Station? Wenn wir die noch gar nicht hatten, dann würde das erklären, warum wir auch noch keine Viecher gefangen haben, ja. Das heißt, wir können noch investieren. Ja gut. Was braucht man denn für die Creature Capture Station? Oder hatten wir die auf unserer Ranch? Das kann natürlich sein. Da schauen wir einfach mal vorbei. So, da schauen wir nämlich immer schnell. Ach Gott, war ich hier schon lange nicht mehr, ne? wie sah diese Capture Station aus und was musste man dafür haben? Weil die muss man ja dann auch an irgendeinem Gerät bauen. Aber welches war das? War das hier der Erfindertisch oder... Capture Station, ein Wrangler's Plate und so weiter gibt's. Ja, Doom Armor. Den basteln wir uns später mal. Ach, Solarium. Uns fehlt ja noch die Solarium-Rüstung. Dafür müssen wir ja auch eigentlich nochmal buddeln gehen. Ach komm, wenn wir schon mal hier sind, checken wir hier die Farm nochmal ab, ne? Und später schmeißen wir alles in einen Topf und da kommt Pampe bei raus. Und wir haben jetzt hier Toxic Top. Aber da keine Samen für gekriegt. Das ist ein bisschen scheiße. Ja gut, dann ernten wir trotzdem einmal hier drüber und kochen uns daraus dann wieder was von dem, was hier jetzt reif ist. Einfach alles zusammenrühren, Salz, Pfeffer, wird schon gehen. Ja okay, die Baumwolle, die kommt jetzt nicht ins Essen. Ich meine, ja, wir könnten die Baumwolle in Suppe tränken, dann hätten wir unterwegs, keine Ahnung, Baumwollsuppe. Also, ne, ja, wow. Könnte man dann auspressen unterwegs. Das hat dann im Mund auch so eine besondere Textur, die Kenner lieben.
Ach, hier, guck mal, da können wir zumindest das, was wir hier schon mal haben, was nicht viel ist, wie mir gerade auffällt, aber wir können es schon mal in Barren verwandeln. Verwandeln, ja, einschmelzen. Später hauen wir dann ein paar Nächel durch und dann ist es eine neue Rüstung oder so. Aber Capture Station müsste doch eigentlich auch hier gehen, oder? Heißt das nur grundsätzlich jetzt Pet Station? Boah, ich bin total out of the loop, was Starbound angeht. Glaubt ihr es? Es kommt davon, wenn man schon lange nicht mehr gespielt hat, ne? So, Pet Tether. Capture Pod, tatsächlich. Pura Steel und Diamanten brauchen wir dafür. Ach, du heilige Scheiße. Das ist beides ja so ein bisschen selten in meinem Lager. Ich sag euch mal, was wir jetzt machen. Wir versuchen erstmal auf dem Planeten unten noch den Typen-Ding festzumachen und dann lege ich offscreen ein bisschen ab und vielleicht schiebe ich dann ein bisschen Bergbauarbeit zwischen rein. Barma, blöde Viecher. Du wolltest dich das echt mit uns anlegen, ne? Ja. Und dann gehen wir ein bisschen an der Kolonie bauen, bis das Geld leer ist, was vielleicht nicht so lange dauert. Vielleicht doch, vielleicht nicht, ne? Kommt ja auch ein bisschen auf die Einrichtung an. Boah, aber ich merke schon, hier, die könnten uns tatsächlich wieder auch ein bisschen gefährlich werden, die Viecher. Oh, Himmel, bitte spar dir den Regen ein. Oh, guck mal, wie vertrauenserweckend das hier leuchtet, ne? Ja, wow. Danke für das Geld. So, wusste ich doch, dieses Schild, hat... Was geht mit dem ab? Blame the Minignock. Achso, das ist wieder so einer, der von den Minignock geschnappt wurde und ein bisschen hohl gedreht hat. Vielleicht ist er gar nicht absichtlich ein Krimineller, ne? Aber das Ausziehen hätte nicht unbedingt sein müssen. 500 Sprit? Oh, dann lohnt sich das ja echt, hier auf dem Planeten vorbeizugehen, ne? So, aber eigentlich, ich will nicht länger hier bleiben als nötig. Aber wow, so viel Sprit? Können wir den Typen nochmal fangen und damit die Bessie weiter voll tanken? Wyatt wird die ein paar Löcher in seiner Haut bestimmt überstehen. Aber Leggy hat immer noch ein bisschen Gift dabei. So. Ach, schön, guck mal. Boah, fast bis hinten hin vollgetankt, ne? So. Ja, das ging jetzt zu schnell. Okay, der hier ist noch in diesem System, dann holen wir den jetzt auch noch. Aber dann machen wir das, was ich eben gesagt habe. Ein mittelschweres Hostile-Chip. Halt. Ich sagte rauszoomen, halt. Das gönnen wir uns jetzt mal. Da könnten wir vielleicht was Neues finden, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, wie da die Verteidigung ist, ob wir uns da Sorgen machen müssen. Ob wir unseren Mech vorher aufrüsten müssten. Aber ich glaube, da fehlen uns einige Bauteile und so. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Da ist bestimmt eh wieder so ein schrottreifes Piratenschiff mit einer nicht gut ausgebildeten Crew. Guten Tag, die Damen, die Herren und Geschlechter, die wir noch nicht näher spezifizieren können. Xenobiologie ist ein schweres Thema. Weil, wie gesagt, ich habe ja am Anfang dieser Aufnahmesitzung habe ich ja erwähnt, ne? Starbound hätte ja die Möglichkeit mit den ganzen unterschiedlichen Rassen im Weltall und so, ne? Dass es da auch was gibt, das konventionelle Ideen sprengt. Ich meine, was heißt konventionelle Ideen? Gab es nicht so eine Art Meeresschnecke, die 13 Geschlechter haben konnte oder so? Boah, da müsste ich mich nochmal schlau lesen. Aber ich glaube mal, sowas gehört zu haben in irgendeiner Doku. Da ich aber durch die schnelle Nachforschung jetzt nichts finden konnte, vielleicht war das einfach nur eine Urban Legend oder sowas. Wie immer, ne, kriegt ihr dann hier eingeblendet. Weil Bildungsvideos und Bildungsstreams, ne? Aber ich bin nicht wie der Herr Keller, dass ich jetzt sage, ich will einen Grimme-Preis. Also die Weltraumgegner hier sind auch ein bisschen krantiger. Aber es geht. Ich glaube, diese Minenleger oder sowas, die hatten wir in den vorigen Systemen nicht. Genau, weil hier durch diese Leuchtböppel, ich glaube, da dürfen wir nicht durchfliegen oder wir nehmen Schaden. Das ist quasi eine brutale Weltraumlichthupe. Aber die machen auch keine direktere Attacke. Was haben wir hier? Ein Proton-Limiter. Ich glaube, das ist zum Beispiel eines der Bauteile, von denen wir mehr brauchen. Für unsere Mech-Upgrades und so. Weil die Bewaffnung und so, die wir haben, das ist ja... Und auch der Frame, also die Grundform unseres Mechs, ne? Das ist ja Novakit-Standard, ne? Also da kann man auch schon noch ein gutes Stück nach oben, was den Komfort und die Fähigkeiten und so weiter angeht. Das ist quasi der alte Toyota Corolla, den wir hier durchs Weltall schieben. Dann merke ich mal wieder, dass wir eigentlich noch gar nicht so weit waren, ne?
Wir sind ja aber in Staffel 2 nur bei Folge 80 oder wie war das, ne? Ja. Und trotzdem gibt's noch so viel zu tun. Und das Universum wehrt sich immer noch. Bam. Das Ding hält das immer noch aus, okay? Ja, aber du mit deiner Nahkampfwaffe, ne? Kommst da halt nicht aus eurer Landebucht. Pech gehabt. So, mal gucken. Ja, okay, diese Blades kennt man. Oh, da kommt gleich ein Mech-Blueprint. A Homing Missile Mech Arm, okay. Also, die Raketen hier, die sind wohl noch nicht so zielsuchend, wie sie sein könnten, oder wie? Okay. Also, das wird dann wahrscheinlich ein Upgrade sein, das ich in absehbarer Zeit dann wohl mal angehen werde. Ja, dann kriegen wir noch ein paar bessere Raketen. Kann nicht schaden. So, ja, gegen einen Mech kommen die halt nicht an. Selber schuld, wenn sie mich bis dahin zurückverfolgen und keine größeren Waffen sonst in ihrem Hangar haben. Elendes, underpowertes Gewürm. Ach, guck mal, die mögen sich. Aber ich glaube, da werden wir jetzt halt leider diese Liaison, die werden wir jetzt beenden, ne? Ja, Überraschung, du bist gleich voller Löcher. Mhm. Deswegen hat der Kampf auch so lange gedauert. So, noch ein Bauplan und Wobbleshot, McArm. Wobbleshot, das klingt schon so, als könnte es nichts reißen. Oder als könnte man zumindest damit nicht gut zielen, naja. Hey, Furzi. Tag, ihr Krippflachstreicher. Furzi? Harvest Mingo? Ja? Ajo, ich habe heute noch keinen großen Haufen gemacht. Aber nicht, dass da zu viel Vitamin C drin ist und du dann hier die ganze Bude vollkackst. So. Regal Waste 2, wen soll man noch bei Regal Waste 2 suchen? Ach so. Ja, ja. Austin hat nicht aufgepasst. Merkt man's? Nur so ein bisschen, ne? Okay, aber demnächst muss ich auch wirklich ablegen gehen. Man sieht, dass da ja ein bisschen sich was im Inventar langsam ansammelt. Weit ist ja nicht gerade der Rumbumpler, der hier irgendwie alles in seinem Mantel hat, was man vielleicht gebrauchen oder nicht gebrauchen könnte. Bitte in den Orbit. Ja, natürlich wollen wir hier hin. Oh, da ist jetzt aber noch ein Schiff. Ein Friendly Ship. Sind die Friendly Ships in mittelschweren Sektoren? Sind die anders als sonst oder ist das der gleiche Scheiß wie in den Low-Sektoren? Das interessiert mich jetzt mal. Ich meine, das wäre ja aber seltsam, wenn man für gleiches Risiko mehr kriegen würde. So, weil wenn die da genau gleich aussehen, dann werde ich die Friendly Ships hier in diesem Sektor nicht besuchen. Dann suchen wir uns weiterhin nur die Hostile Ships, also die feindseligen Schiffe aus. Und gehen den Piraten ein bisschen auf ihren Wecker. So, ich weiß nicht, ob das großartig anders aussieht. Es scheint ein Forschungsschiff zu sein, man darf sich bedienen. Hallo ihr Leute, ihr seid Apex, ne? Glaube ich. Okay, er sollte eigentlich seinen Leuten gegen die Mini-Knock helfen, ne? Also im Kampf beistehen. Stattdessen prokrastiniert er hier. Ja, diese Intelligenz und sowas, ne? Da faulenzt man lieber. Ist natürlich nicht so gut für eine längerfristige Problemlösung. Healing Augment 1 und wir haben Healing 1. Gibt's, hätte ich auch Healing 2 und Healing 3, könnte ich gebrauchen. Ja, die Bücher könnt ihr behalten. Weil Wyatt liest eh nicht so gerne, ne? Aber ich schaue mir gern Bilder an. Ja, wir haben unser eigenes Schiff, meint er. Oh, ihr habt euer eigenes Schiff, das ist ziemlich cool. Naja, Hüllenintegrität bewahren, ja. Okay, und die will ein ruhiges Leben führen, will nicht von den Mini-Knocken gejagt werden, okay. Kann man ja auch verstehen, aber naja. Und die anderen Apex, die bräuchten vielleicht deine Hilfe, ne? Ach Gott, aber wir müssen ja eh noch zum Heimatplaneten der Apex, oder wie war das, ne? Also vielleicht erledigen wir das auch wieder unbewusst. Hm? Und die Arbus Mingo ist weg, ich glaube, Furzi hat gefuttert. Ajo, die ist schon wieder auf halbem Weg durch. So, jetzt holen wir uns das Bürschel. Und dann wird wieder ein bisschen Kolonie gebaut und dann überlege ich mir, keine Ahnung. Okay, hier brauchen wir unsere Markierung. Naja, okay, ob mir das jetzt auffallen würde. Ich hoffe, ich achte auf die Fackeln. So, die Signatur kriegen wir bestimmt wieder, wenn wir in diese Richtung laufen. Nach links laufen war irgendwie bisher immer besser als nach rechts, ne? Haben wir genug Karotten daheim? Ich weiß nicht, ich nehme es einfach mal mit. So, und wie immer lassen wir natürlich auch mitgehen, was hier drin ist. Und wir haben fast 30.000. Das ist eigentlich auch nicht zu verachten. Da können wir bestimmt, da könnten wir 30 Deeds holen, ne? Also 30 Paktverträge. Das Problem ist, wir haben die Häuser noch nicht, wo wir die reinhängen könnten.
Ich will da ja noch diesen riesigen Wohnblock aus dem Boden stampfen. Das, natürlich kennen wir das Zeug. Ja, Junge, komm mal hier nicht so angepropelliert, ne? Der lässt sich nichts sagen, der ist wie du war jetzt. Ah, nicht ganz wie ich. Wenn er wie ich wäre, dann hätte er jetzt nicht verloren. Ja, okay, und du bist auch noch nicht so furzend im Kreis gedreht und so. Ach, wie war das? Ich wollte ja immer die Planeten auch fertig noch absuchen. Ja, okay, das mache ich dann jetzt doch noch. Das mache ich doch noch, ja? Aussel findet immer wieder Ausreden, muss Bauen hinauszuzögern. Tut mir leid. Ja, ich bin halt im Bauen einfach nicht so versiert, aber was soll's. Ich habe ja immerhin für meine Verhältnisse schon sehr drauf geachtet, dass es nicht ganz schlecht aussieht. Oh, guck mal, ein kleiner Seufberg, und er hat ein ruhiges Steg verloren. Schmeckt das da nach Müllcontainer hinter Planet Express? Ach, guck mal, wer hätte es gedacht, eine Klitschstadt. Auch mal wieder. You won't be a problem. Okay, ich muss ja immer darauf achten, dass es die nicht stört, beziehungsweise dass die nicht merken, dass ich hier Geld mopse. Also immer schön die Türen zumachen, wenn da ein Wächter vor der Tür steht. Ihr habt da auch keine Glocke, ne? Ihr seid wie war jetzt statt, da fehlt auch noch die Glocke oben drin. Oder war da das Problem, dass ich die nicht richtig befestigen konnte? Ich erinnere mich gar nicht mehr an die letzte Baufolge. Wir hatten das Innenzeichen, also das Herberge Gasthofzeichen hatten wir noch nicht. Ja, geil. Welch Versäumnis, ne? Ah, ich bin ja eh nicht besonders gastlich. Aber okay, zum Glück haben wir ja den Scanner meistens aktiviert. So, ja, eine Steel Drum und so. Nichts im Cash Register. Ja, da kommt hier wohl nicht viel Laufkundschaft vorbei, hä? Oder die Zahlen in Naturalien. Mhm. Geld. Das war schon so. Dankeschön. Der Dachboden ist geleert. Nein, wenn ihr auch euer Geld hier in diesen komischen Töpfen versteckt, was... Wenn es im Blumentopf liegt, dann braucht es keiner, oder wie war das, ne? Ich meine, bisher hat sich ja noch keiner aufgeregt drüber, dass ich mich bedient habe. Vielleicht geht's denen aber auch wie mir vorhin. Sie haben Oculemons auf den optischen Sensoren. Allerdings haben wir aber noch nicht so viel Geiles gefunden jetzt hier. Jedes bisschen hilft ja, aber Punkt. Manches könnte ein bisschen mehr helfen, ne? Manipulator ist, glaube ich, ganz aufgerüstet, genau. Da brauchen wir eigentlich nichts mehr, die können wir auf die Seite legen. So, dieses Buch, ja, den Kodex hatten wir schon. Ich hatte eben schon Angst, dass der uns jetzt auf uns einkloppen will. Nein, Leggy, komm mit. Du bist zwar klein, aber trotzdem nicht ganz unverzichtbar. So. Habt ihr hier noch irgendwas Gutes? Da wieder nichts in der Registrierkasse. Schade. Ah, hier ist eine Waffe dabei. Bestimmt wieder eine schlechte Waffe, aber ja. Wie viel macht die? 11,6, ja. Also unser Schwert ist da definitiv noch besser. Hatten wir das Schmiedezeichen? Das hatten wir schon. Guck mal, Robohühner. Oh, aber die haben kein Ei im Schacht. Also, ne? Ich glaube so nennt man das bei Klitschhühnern. Sonst hätte ich die jetzt mitgehen lassen. Also die Eier, nicht die Hühner. Bisschen Geld. Tech-Modul brauchen wir wahrscheinlich eh auch nie wieder. Ja, please follow me to my shop. Ja, dann kann ich dir gleich hier... Ich glaube, Bandana brauchen wir auch nicht mehr. Wow, 500 gibt das! Echt jetzt? So, das, was wir auf jeden Fall nicht brauchen, das können wir schon mal zu Geld machen. Meißt du mir einfach ein 500er raus für das Mützchen? Ja, wir sollen was kaufen. Ne, wir kaufen eher. Ah, guck mal hier. Das Weapons Shop Schild. Das für den Waffenladen hat noch gefehlt. Gut. Ja, die Körper habe ich jetzt da oben mal stehen lassen. Da waren wir zu viele Wachen. So, Codex, den wir auch schon mal kannten. Ich glaube, die haben nicht viele neue Bücher geschrieben. Ich weiß nicht, wie es mit diesen ganzen Klitschpflanzen aussieht. Ich nehme mal einfach ein paar mit. Dann können wir die daheim anpflanzen, falls sie fehlen sollten. Nicht, dass eigentlich der Wyatt oder ich oder Furzi oder Leggy das Zeug essen sollten. Furzi hat es mal probiert. Mann, war das ein Geschoss, als nachts die ganzen Bolzen wieder rauskamen. Bei Klitschessen liegt ein bisschen schwer im Magen sozusagen, ne?
Ach, wahrscheinlich, je dichter das Essen ist und je schwerer das Essen ist, umso gesättigter fühlt sich so ein Klitsch, bis dann hinten irgendwann einfach wieder so ein Blechklumpen rausfällt, oder wie? Ich meine, wie geht ein Klitsch aufs Klo, ne? Wie verdaut ein Klitsch? Ja, es läuft einfach mal durch, ne? Ich meine, okay, klar, dass Batterien und sowas, wegen ihrer Energie, die sie ja bestimmt verbrauchen und umsetzen müssen, dass sie da Batterien haben und so, ja. Das macht dann schon irgendwo Sinn. Aber so diese ganzen festen Stoffe, ich weiß nicht. Wenn man jetzt sagen würde, Klitsch könnten Schürfwunden haben, dann müssen sie etwas Metall zu sich nehmen, damit die Schürfwunde wieder zugeht. Aber, naja. Oder dass sie hier so eine Titaniumsalbe draufschmieren, wenn sie irgendwo ein Leck haben oder so, ne? Das würde ja irgendwo noch Sinn machen. Überhaupt das Thema Medizin bei den Klitsch, das wäre ja ultra interessant. Brauchen die eine Firewall und ein Antivirus? Ohne Floranerstadt, ja nicht gerade bei jetzt beste Freunde. Oh, das ist ein Händler-Floraner, was hast du denn? Stimmt eh nichts Gutes. Aber wir haben doch eben gerade schon wieder so, ja, so bescheidenere Waffen gekriegt. Genau, gleich wieder zu Geld gemacht. Oh cool, da liegt ein Schinken in der Truhe. Also, ne? scannen, nicht, dass wir da noch was übersehen haben. Wie sieht eigentlich ein floranischer Mülleimer aus? Ist das dann so eine Trichterpflanze, die einfach alles verdaut? Ja, aber hier ist nichts mehr, ne? Hält sich irgendwie in Grenzen hier. Ich meine, Floraner haben wir wahrscheinlich einfach schon zu oft gehabt, ne? Kannst du... Drecksau, ich will die Tür aufmachen, mach's gleich wieder zu. Und deswegen mag ich diese Floraner nicht. Ja, unter anderem deswegen, weil sie dich mal kochen wollten, ne? Ja, und die können irgendwie nicht normal sprechen. Die machen immer irgendwie so... Wenn ich mit einer Luftmatratze sprechen wollte, würde ich sie einfach abstechen. Die können nicht normal sprechen. Ich kenne da so einen weit aus, der akzentfrei spricht. Hey, wir reden hier über die Floraner, nicht über mich. Und willst du dich mit mir anlegen? Nee, heute nicht mehr. Warum haben die da unten einen Floraner eingesperrt? Ist das ein richtig böser? Ach, der hockt da zum Spaß drin. Vielleicht hat er den Käfig gebaut und wollte auch gucken, ob er ausbruchssicher ist. Merke, wenn man den Schlüssel hat, kommt man wieder raus, oder wie? Ja, Floraner hat keine Angst vor nichts. Da geht's mir genauso. Vor allem habe ich keine Angst vor fleischfressenden Riesenpflanzen. Also ich an deiner Stelle ein klein bisschen Angst hätte ich davor schon. Du darfst denen aber keine Schwäche zeigen. Ja, okay, das sehe ich ein, Weil ich glaube, wenn Floraner Schwäche sehen, dann landet alles im Kochtopf. Oder in Ermangelung eines Kochtopfes, ne, machen sie einfach hier so ein Bratgestell oder sie spießen Körperteile auf Ästen auf. Und dann wird geröstet wie Marshmallows. Ah, dieser Speer, also diese Skulptur, dieses Ausstellungsstück, hätte ich fast gedacht, hätten wir noch nicht gehabt. Aber der Scanner sagt, doch, hatten wir schon. Okay, wenn der Scanner das sagt. So, Tür auf. Warum sind diese Floraner-Türen so renitent beim Aufgehen? Ne? Lass mal was dazwischen klemmen. Ja, auch nichts Neues. So, gehen wir mal nach unten. Auch nichts Neues. Oh, eine Trompete. Wenn Floraner Trompete spielen, das ist bestimmt innen ganz feucht wegen dem vielen... keine Ahnung, wie... Wie entfeuchtet man eine Trompete? Schmeißt mal ein bisschen Reis rein oder so, ich weiß es nicht. Und wenn sich dann der gefürchtete Reispfropf bildet, dann muss man kräftig durchpusten. Guck mal, das haben wir bei euch gerade mitgehen lassen, hier. Da ist ein fast 500 Pixel wert gewesen, gut. So, Wyatt braucht übrigens gerade mal wieder was zu essen, komm. Diesmal wieder ein Apex Fritter. Man nennt es auch den Affenbrutzler. So, da hüpft irgendwo was rum. Die Geräusche verraten es. Kann man hier nicht mehr in Ruhe über die Heide hüpfen. Ja, da meldet sich Racer zu Wort. Ach, das ist gerade entspannend, oder? Guck mal hier mit den Sternen im Hintergrund und so, ne? Ach ja, da musste ich kurz ein bisschen innehalten. Aber wir wollen ja Progress machen, ne? Ah, Schnicken. Und hier ist kein Weinberg in der Nähe. Ja. Sie sind zu langsam vorangehüpft. Ich habe meinen Schlag schlecht getimt. Haben Sie hier zufällig... Haben Sie... Den Typen, den wir hier schnappen sollten, den haben wir schon geholt, ne?
Okay, ja, ich will nur noch den Planeten fertig abchecken, genau, da war was. Ah, da sind Rüßlein und Bäumchen und Grabsteine. Das Grab werde ich jetzt ausnahmsweise mal nicht schänden, weil so viel Geld kann da, glaube ich, gar nicht drin sein, so als Grabbeigabe oder so. Und so die richtig reichen Herrschergräber, die werden wahrscheinlich besser gesichert und größer. Tja, haben wir den Planeten bald umrundet, oder... Er war mittelgroß, ne? Mittelgroß bis groß, glaube ich. Aber nicht gigantisch. Dann könnten wir doch, ja, also dieses Soldbergviech kam auf jeden Fall bekannt vor. Es wird aber aus Gründen wahrscheinlich nicht dasselbe wie vorhin sein. Also hatten wir ganz am Anfang schon mal gesehen. Vielleicht sind wir dann schon wieder im richtigen Biom, beziehungsweise im richtigen Gebiet. Dann müsste da hinten unsere Fackelmarkierung kommen. Also vielleicht über den Hügel oder zwei davon, naja. So, wieder ein paar Pixel. Immer schön. Ja. Ich weiß, das Planeten abgrasen, ne? Ist dann doch manchmal ein bisschen eintönig. Aber dann müssen wir halt durch. Eine geschärfte Klaue hat das Viech verloren, okay. Ah, und da muss ich gucken, welche Materialien brauche ich für den Siedlungsbau überhaupt. Ich meine, wir haben ja gesagt, wir machen sehr viel mit Holz. Also vielleicht gehe ich dann einfach wieder eine Runde Bäume erstmal fällen. Und dann, ja genau, diese diversen Steinvarianten hat man ja, glaube ich, auch genutzt. Das Viech sah interessant aus und wir sind drumrum. Okay, liebe Leute, dann werde ich jetzt mal ablegen gehen und werde mal gucken, was wir auf der Kolonie noch gebrauchen können an Baumaterial. Außer dem Holz. Hallo? Ich wollte von dir weg und nicht wieder hin. Ich wollte zum Protostall. Hallo? Ich? Hallo, der Planet ist verschwunden oder was? Hallo? Der Checkpoint ist weg. Ach, ich glaube, ich weiß fast warum. Ach, shit, weil ich die Flagge weggehauen habe und jetzt, ich habe sie nicht nochmal neu angetriggert für den Teleportpunkt. Ach, du Scheiße. Dollbohrer! Dann muss ich nochmal schnell in der Aufnahme gucken, auf welchem Planeten die war und die dann per Hand nochmal raussuchen. Das ist jetzt dämlich, aber das war ein Fail von mir. Ist okay, wir sehen uns gleich wieder, ne? Ja, und ich nutze diese Stelle jetzt einfach mal für einen guten Cut. Ich denke, die Folge ist jetzt so auch lang genug und die war leider jetzt nicht so aufsehenserregend wie die vorige Folge. Irgendwie nicht so viel Spannung und so. Ich bin rumgelaufen, ich habe Säureregen abgekriegt und so weiter und so fort. Das heißt, nicht ich persönlich. Warum spreche ich von Wyatt in der Ich-Form? Ich habe auch keine Ahnung davon, weil deine Füße sind eh viel zu klein, um meine Stiefel zu füllen. Ja, okay, Wyatt, ist ja gut. Lass mich weiter abmoderieren. Also das Aufregendste war wahrscheinlich das Propellerviech, das der Wyatt erlegt hat, ne? Das war ja auch eine unserer Kopfgeldjagdaufgaben. Und naja, natürlich, dass wir uns so ein, zwei Schiffe im Weltraum angeguckt haben. Der Plan fürs nächste Mal steht ja übrigens dann schon mehr oder minder. Also wir müssen Zeug abbauen, wir müssen in der Kolonie weiterarbeiten und danach wahrscheinlich eh wieder frisches Geld holen. Ich bedanke mich dann auch wieder im Namen von Wyatt bei euch allen fürs Einschalten und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und vielleicht seid ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis denn dann und lasst es euch gut gehen.